Liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger und Freunde, ich bin dankbar und froh, dieser Bewegung angehören zu dürfen, mich als zu Ihnen gehörig zu begreifen und daran zu arbeiten, im Aktionsbündnis mit so wunderbaren Menschen zusammen weiter zu gestalten, dass Stuttgart 21 überwunden wird. Die Bahnaktiengesellschaft steht in diesen Wochen vehement für soziale Kälte und Zerstörung. Sie reißt mit dem Südflügel den wichtigen Teil eines Kulturdenkmals nieder und sie zerstört in herzzerreißender Weise uralte, wunderbare Bäume, auch die geliebte Rotbuche, und fügt damit vielen Menschen tiefe seelische Verletzungen und Leiden zu. Nein, nein, was die Weltkriege überdauerte und Wohlbefinden in einzigartiger Schönheit vermittelte, hat die Bahn unter Polizeischutz unwiederbringlich zerschlagen. Leider haben die Landtagsparteien und die Hoheitsträger versagt, auch die Justiz im eingeleiteten Eilverfahren. Das erschüttert uns und wühlt uns auf. Aber, liebe Freunde, ich will den Blick nach vorn auf das richten, was wir noch beeinflussen können. Gestern geschah es, weil ein Tatverdacht der Vorteilsannahme wegen vergleichsweise bescheidener Beträge bestand und weil die Staatsanwaltschaft die Aufhebung seiner Immunität beantragt hatte, ist Christian Wulff als Bundespräsident zurückgetreten. Die Frage stellt sich uns, was heißt das? Die Selbstreinigungskräfte unseres Rechtsstaats funktionieren dann, wenn die Öffentlichkeit und die Justiz darauf einwirken. Funktioniert die Selbstreinigung auch bei Stuttgart 21? Nein. Bitte, ich möchte Ihnen da ein bisschen Zündstoff geben. Hier geht es um den Tatverdacht, dass jede Förderung des Baufortschritts von Stuttgart 21 zu einer fortschreitenden, strafbaren Veruntreuung von Steuergeldern führt. Und dies ist wohlgemerkt immer dann der Fall, wenn der Betroffene wissentlich in Kauf nimmt, von ihm zu betreuende Vermögensinteressen durch sein Verhalten zu verletzen und zu schädigen. Der Leistungsnachweis, Moment, im Falle von schwerer Untreue wäre der Strafrahmen 6 Monate bis 10 Jahre Freiheitsstrafe. Das sind dem oberen Strafrahmen 7 Jahre mehr, als Christian Wulff bei einer Vorteilsannahme zu erwarten hat. Folgende 4 Aspekte beim Projekt Stuttgart 21 begründen die Gefahr einer Strafverfolgung wegen Untreue. Zum Ersten, Finanzminister Nils Schmid und die Landesregierung erwecken den Eindruck, wissentlich in Kauf zu nehmen, dass bereits die Regierung Oettinger von der Bahnaktiengesellschaft um etwa 1 Milliarde Euro beim Abschluss des Finanzierungsvertrags von 2009 getäuscht wurde, weil als die Bahn die überholte Kostenrechnung von 2004 verschwiegen hat. Die Überschreitung des Kostendeckels von 4,5 Milliarden Euro um mindestens 1 bis 2 Milliarden Euro ist deshalb sehr wahrscheinlich. Eine Übernahme der Mehrkosten hat die Bahn bekanntlich nicht zugesagt. Das ist also der erste genannte Tatverdacht der strafbaren Untreue. Zum Zweiten, nach den Vorschriften des Grundgesetzes
ist die Verfassungswidrigkeit der Mischfinanzierung von Stuttgart 21 anzunehmen. Das bedeutet eigentlich, dass das Land der Bahnaktiengesellschaft keine Finanzierungsbeiträge zu leisten hätte. Auf Druck der SPD wurde diese Frage im Koalitionsvertrag ausgegrenzt, obwohl die staatliche Bindung an Gesetz und Recht genau das verbietet. Mehr noch hat die SPD Anfang September 2011 Verkehrsminister Herrmann durch Kabinettsentscheidung genötigt, den bereits angekündigten Zahlungseinbehalt zu revidieren und 50 Millionen Euro Zahlungen an die Bahn zu leisten. Eine Zahlung ohne Rechtsgrund ist unzulässig und begründet den Tatverdacht der strafbaren Untreue. Drittens, mit der von Heiner Geißler bescheinigten Vereinbarung über unerlässliche Verbesserungen von Stuttgart 21 zu den sogenannten Stuttgart 21 Plus ist die Bahn gegenüber dem Land eine in Ziffer 12 so bezeichnete Selbstverpflichtung eingegangen, den Leistungszuwachs des Tiefbahnhofs um 30% durch den Stresstest nachzuweisen. Dieser Wortlaut steht in der Ziffer 12 und es gibt kein Entrinnen für Juristen, wenn von einer Verpflichtung die Rede ist und von einem Nachweis, der erbracht werden muss. Und es ist nicht richtig, wenn Thomas Braun heute in der Stuttgarter Zeitung behauptet, der Schlichterspruch sei nicht verbindlich. Das ist ja richtig insoweit, als der Schlichterspruch aus sich heraus keine verbindliche Kraft entwickelt hat, sondern eine Forderung des Schlichters darstellte. Aber wenn diese Ziffern 11 und 12 explizit angenommen wurden und sogar mit dem Stresstest, dem Schein nach, umgesetzt wurden, dann ist das eben auch einzuhalten und auf Wahrheitsgemäßheit und Einwandfreiheit zu überprüfen. Das bedeutet eine strikte Kontrollaufgabe für die Landesregierung, namentlich für den Landesfinanzminister. Der Finanzminister und die Landesregierung dürfen sich dieser Aufgabe der Kontrolle von 30% Leistungszuwachs schlechterdings nicht entziehen, weil sie die Vermögensinteressen des Landes zu betreuen wahrzunehmen haben. Der Leistungsnachweis ist aber, wie Sie alle wissen, durch die Gutachten Vicky Real, Dr. Engelhardt, durch die Sachverständigen Fiel Größler und durch die vom Verkehrsminister beauftragte Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg schwerwiegend erschüttert. Nach diesen Gutachten verschlechtert der Tiefbahnhof bekanntlich die Verkehrsinfrastruktur, anstelle sie um 30% zu verbessern. Und zum vierten, die neueste dramatische Zuspitzung für die angreifbare Finanzierung und Leistung des Tiefbahnhofs ist der Fehler in der Software der Bahn mit der Folge, dass die in der Spitzenstunde geforderte Leistungsfähigkeit von 49 Zügen bei Korrektur des Fehlers nicht erreicht wird. Es gibt nun, liebe Freunde, einen Lichtblick. Das Verkehrsministerium prüft jetzt das Gutachten von Dr. Engelhardt und den genannten Softwarefehler, wie eine Auskunft des Verkehrsministeriums verlautbart. Nun aber stehen der Finanzminister und die SPD-Landtagsfraktion in der Pflicht, diese Prüfung nicht zu behindern, sondern zu unterstützen. Denn um es klipp und klar zu sagen, wenn Sie sich dieser Kontrollaufgabe nicht stellen, setzen Sie sich dem Verdacht
der strafbaren Untreue aus und begründen diesen Verdacht. Also sie verraten dann ihre Kontrollaufgabe und das darf nicht sein. Wir im Aktionsbündnis, liebe Freunde, das neue Sprecherteam und ich bin dabei, wir werden die Landesregierung über diesen, nach unserer Überzeugung, gegebenen Sachverhalt genau informieren. Auch den Finanzminister, der die allererste Kontrollaufgabe hat. Bitte helfen Sie alle mit, an diesem Strang, den wir jetzt ziehen, mitzuwirken, alle Kraft einzusetzen, dass mit Hilfe der Öffentlichkeit hier eine Überprüfung stattfindet und um eine echte Kurskorrektur zu ermöglichen. Denn der Fall Wulff lehrt, wie ich eingangs gesagt habe, dass die Selbstreinigung der Gemeinschaft von schweren Fehlern gelingen kann, wenn die Öffentlichkeit und nötigenfalls auch die Staatsorgane bis hin zur Justiz zusammenwirken. Es gilt, dass die nutzlose Milliardeninvestition von Stuttgart 21, welche die Verkehrsinfrastruktur verschlechtert, auf alle Fälle zu vermeiden und eine strafbare, schwere Veruntreuung von Steuergeldern zu verhindern. Das wollen wir gemeinsam mit Ihrer aller starken öffentlichen Resonanz unternehmen. Danke für Ihren Zuspruch. Ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Diese große Menge, die hier, diese Menschen alle, die da sind, zeigen, dass die Kraft auf unserer Seite ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen und dass wir wissen, wohin die Reise geht, nämlich den Berg hinan bis zum Gipfel. Und Sie alle sind dabei. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten. Und es ist klar, sonst müsste ja, wir wollen der Staatsanwaltschaft die Arbeit abnehmen. Wir tun, was wir können. Oben bleiben.